Herzlich willkommen, Freunde, zurück in meinem Kanal. Ja, die Not macht erfinderisch und so möchte ich euch heute einen ganz besonderen Radioempfänger vorstellen. Er nennt sich Berlinstecker. Und was sich dahinter verbirgt, ist ein Detektorempfänger in Steckerform. Und warum die Konstrukteure von Siemens in Berlin auf die Idee kamen, ein solches Notradio zu entwickeln, das ist Gegenstand dieses Filmbeitrags. Ja, und 1945 lag natürlich die Stadt Berlin, wir alle kennen die Situation, dramatisch in Trümmern. Und in irgendeiner Form müsste man ja das Leben natürlich in dieser Stadt wieder reorganisieren. Also Nachrichten der Bevölkerung zukommen lassen und vor allen Dingen auch Durchsagen und Ansagen realisierbar machen. Und die Entwickler der Firma Siemens kamen auf die Idee, sich dieser alten und doch bewährten Technik aus den 20er und 30er Jahren, nämlich den Detektorempfänger, sich da eigentlich wieder anzulehnen und im Grunde das hier jetzt im Bild zu sehende kleine Empfangsgerät zu entwickeln. Die Idee war, große Kurzwellenantennen in der zerbombten Stadt aufzubauen, war wohl schwierig. Was aber nach und nach wieder funktionierte, das war natürlich das 220 Volt Netzversorgungsnetz, also das Spannungsnetz, so müsste ich ja richtiger sagen. Und so kam man auf die Idee bei Siemens, im Grunde diesen Detektorempfänger, was die Antenne anbelangt, über das 220 Volt Netz zu realisieren, also die Leitungen des Netzes als Antenne zu verwenden. Ja, und so wurde im Grunde dieser Detektorempfänger hier in den Stecker hinein integriert. Wir sehen jetzt auf der linken Seite quasi die Rückseite der beiden Steckkontakte und den Koppelkondensator mit 200 Picofarad und einer Spannungsfestigkeit von 1500 Volt. Und man wollte jetzt im Grunde das HF-Signal aus der Netzleitung damit auskoppeln und über die rote Litze dann schließlich diesem Detektorempfänger im Stecker verbaut, dann natürlich auch zuführen. Und da sehen wir im Grunde schon die Kupferspule, also die Induktivität, dann die Kapazität und eine hochinteressante Diode. Eine Siemens-Diode, die den Namen trägt Sirutor. Und das ist eine ganz besondere Diode, um die wir uns gleich natürlich dann auch noch verstärkt kümmern wollen. Ja, Schutzkontaktsteckdosen hatte man ja noch nicht zu jener Zeit, sondern die Steckdosen waren ja zweipolig. Und so war natürlich auch dieser Stecker als zweipoliger Normalstecker in dieser Presspappe im Grunde realisiert. Auf den Stromlaufplan möchte ich gar nicht mehr weiter eingehen. Denn wir hatten im Rahmen der Detektorempfänger ja schon reichlich solche Stromlaufpläne besprochen. Ich denke, das ist eigentlich abgehakt, sage ich mal. Aber diesen Sirutor da oben, also diese Diode, da gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter drauf ein. Denn zur damaligen Zeit hatte man zunächst erstmal nur einen Selengleichrichter. Und man brauchte einen Gleichrichter, der wesentlich empfindlicher daherkommt, also eine Diode. Und so brachte eben Siemens 1946 diesen Detektorempfänger in Steckerform heraus, der im Grunde an der Außenseite drei Bananenbuchsen aufweist, zwei für einen Kopfhörer. Das war natürlich nicht ganz unkritisch, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Und eine dritte Bananenbuchse für den Erdanschluss. Da ja, wie gesagt, kein Schutzleiter vorhanden war, musste man sich die gute Erde dann an der Wasserleitung oder an den Heizungsrohren organisieren, was natürlich auch ging. Aber der Kopfhörer, das muss uns klar sein, sitzt jetzt im Grunde,
wenn der Koppelkondensator versagen würde zwischen den 220 Volt und der Erde. Und damit haben wir natürlich ein Problem, für denjenigen zumindest, der diesen Kopfhörer trägt. Dieser Sirutor ist ganz witzig aufgebaut, wie wir an dieser Grafik schon sehen. Er besteht nämlich aus einer Kupferoxid-Pastille, so möchte ich das mal nennen. Ja? Und die wird mit Federdruck, gucken wir uns gleich im ausgebauten Zustand noch an, mit Federdruck auf eine Messinghülse gedrückt und stellt damit einen PN-Übergang dar. Der Witz ist, dass dieser Sirutor eine enorme Empfindlichkeit hatte. Siemens hatte nämlich diesen Gleichrichter schon vor 1945 in der Messtechnik ordentlich verwendet und so war quasi beim Zusammenbruch der Stadt noch einiges dieser Dioden verfügbar, was man dann natürlich auch nutzen wollte. Und wir sehen, wenn wir hier mal moderne Gleichrichterdioden wie die Germanium- oder die Siliziumdiode oder erst recht natürlich dann hinten die Selendiode, wenn wir das einfach mal vergleichen mit dieser Kupferoxiddiode, dann steht die Kupferoxiddiode mächtig gut da. Denn im Grunde die Gleichrichtwirkung findet, das ist natürlich eine ideale Linie, die hier eingezeichnet ist, aber die Gleichrichtwirkung dieser Diode beginnt recht früh, wie wir deutlich sehen. Ja, auseinandergeschraubt müssen wir uns das Ganze so vorstellen, wie jetzt in diesem Bild hier zu sehen. Die Diode war tatsächlich mit einem Gewinde versehen, denn man hatte herstellerseitig auch Dioden mit mehreren PN-Übergängen, aber für den Detektorempfänger ist natürlich ein einziger PN-Übergang ideal, um dann die geringsten Verluste und vor allen Dingen auch die frühestmögliche Gleichrichtwirkung dieser Diode dann auch erzielen zu können. Es gab später, also Monate später, in dem Jahr 1946, noch weitere solcher Detektorstecker, zum Beispiel für die Städte Leipzig, den sehen wir hier gerade im Bild, oder auch Hannover und Bremen, ja, eigentlich überall da, wo sehr ortsstarke Sender standen, Kurzwellen- oder Mittelwellensender standen. Denn dieser Detektorempfänger für Berlin war natürlich auf die Frequenz 841 kHz abgeglichen und fest sozusagen justiert, denn Berlin hatte ja schon weit vor dem Krieg einen 100 Kilowatt Mittelwellensender in Tegel, nämlich vom Berliner Rundfunk. Und natürlich hat man selbstverständlich versucht, diesen Sender so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen, um dann eben diesen Kontakt zur Bevölkerung wiederherzustellen. Und wenn wir den Leipzig-Stecker hier im Bild nochmal sehen, dann sehen wir, dass er eigentlich daran zu erkennen war, dass unten der Aufdruck Leipzig zu sehen ist. Ich hoffe, man kann das im Bild einigermaßen erkennen. Ja, und so gab es eben Hamburg, Bremen und so weiter. Ja, im inneren Aufbau keine großartige Variante. Und ich habe natürlich versucht, mal einen solchen Stecker nachzubauen, wie ihr hier deutlich seht. Ich habe meinen Stecker etwas größer gewählt, habe natürlich die Bauteile, das ist ja kein Problem für einen Bastler, und habe dann versucht, also im Grunde einen solchen Kurzwellenempfänger auf einer normalen Rundfunkfrequenz abzustimmen und natürlich nicht mit Kopfhörer, sondern lieber mit meinem kleinen NF-Verstärker, den ihr hier jetzt im Bild wieder seht, im Grunde dann zu betreiben. Ne? Kopfhörer wollte ich nur wirklich nicht aufsetzen, denn ich sagte ja bereits, wenn der Koppelkondensator, wenn der versagen würde, dann hat natürlich der Träger des Kopfhörers ein mächtiges Problem. Ich denke, ich brauche das nicht ausführlicher noch beschreiben. Ne? Ja, da war die alte Diode natürlich von Siemens nicht mehr auftreiben konnte, habe ich das Ganze mit einer klassischen Germanium-Diode gemacht.
auch sehr empfindlich, aber nicht ganz so optimal, glaube ich, wie der Sirutor von Siemens. Ja, heute habe ich am Stecker natürlich einen Schutzkontakt und damit natürlich auch einen Erdzugang über den Schutzkontakt. Und somit haben wir im Grunde nur zwei entsprechende Bananenbuchsen, an denen ich dann meinen NF-Verstärker anschließen kann. Ja, auch das Radio- und Telefonmuseum in Wiedenbrück hat natürlich diesen Stecker mal vor vielen, vielen Jahren nachgebaut. Der sieht jetzt im Museum so aus, ja, ein etwas anderer Stecker, wie ihr seht. Und für den Erdzugang hat man diese rote Litze herausgeführt, wo dann schließlich der Erdanschluss an der Stelle entsprechend erfolgen kann. Ja, die Netzleitungen als Antenne zu benutzen, ist nach VDI 100 natürlich absolut nicht mehr zulässig. Das sage ich euch ganz deutlich und hiermit warnend. Also baut nicht dieses Prinzip nach. Es lohnt sich auch nicht mehr. Denn über WLAN-Router und WLAN-Erweiterungen, die ja auch auf die Netzfrequenz sich durchaus abstützen in vielen Haushalten, ist der Empfang derart verprasselt, dass wir im Grunde da keinen wirklichen und insbesondere keinen guten, hörbaren Empfang ermöglichen können. Also es lohnt sich nicht. Meine Versuche sind an der Stelle nicht wirklich besonders erfolgreich gewesen. In der Literatur finden wir nur selten Hinweise auf diesen Berlin-Stecker, wie er ja im Fachjargon auch heißt. Und ja, ich habe nur etwas Literatur auftreiben können. Bei der GFGF, da gibt es ja eine interessante Verbandszeitschrift, die dann in einem Artikel, den ihr hier im Hintergrund jetzt sehen könnt, dieses Thema dieses Berlin-Steckers mal recht gut angesprochen hatte. Ja, für heute wünsche ich euch mal wieder eine schöne Zeit. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Das nächste Thema, was ich aufgreifen werde, ist der sogenannte Drahtfunk. Also auch eine hochinteressante, zeitlich begrenzte Erscheinung, die also vor allen Dingen während des Zweiten Weltkriegs seinen Höhepunkt in Deutschland hatte, in der Schweiz übrigens noch darüber hinaus. Ja, das schauen wir uns an. Bis dahin alles Gute, Ade und Bye Bye.